der Checker. Kauft Darts und Zubehör auf dartspool.de. Leute, nicht erschrecken, dass ich gleich was anderes anhabe. Ich sitze hier gerade im Schnitt, aber ich habe gerade von Janni die Nachricht bekommen, dass ab jetzt meine neuen eigenen L-Style-Flights, also mit meinem eigenen Scorpion drauf, versendet werden können. Also ich habe sie selber noch nicht, werde sie mir sofort drauf machen, sobald ich sie habe, Freunde. Ich habe einfach eigene L-Style-Flights bekommen. Das sind Signature-Flights, das kriegen normalerweise nur Profispieler. Und L-Style ist ja das, mit dem ich auch schon seit Jahren jetzt quasi, okay, ich spiele noch nicht seit Jahren, aber schon lange spiele. Dementsprechend, Leute, checkt einfach mal den Link in der Videobeschreibung ab. Da sind die Flights zu finden. L-Style muss ich nicht zu der Qualität sagen. Jeder Dartspieler kennt es. Und dementsprechend, ja, viel Spaß beim Video. Let's go. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts, Freunde. Ja, ihr habt vielleicht schon einen Titel gelesen und ihr denkt euch wahrscheinlich, hä, wieso ist denn das zurzeit alles immer so positiv? Ich weiß es auch nicht, Freunde. Ich habe mein erstes Solo-Turnier gewonnen mit über 80 Teilnehmern, nachdem ich ja vor 2 Wochen mein erstes Turnier überhaupt gewonnen habe. Das war ein Doppelturnier mit meinem Kollegen Oschi zusammen und letzte Woche durfte ich auf der Bühne gegen Van Gerven spielen. Und jetzt am Wochenende war ich in meiner alten Heimat Hameln. Mein Vater hat mir geschrieben, dass da ein Turnier stattfindet und er hat mich da eingetragen. Und ja, ich kann euch mal zeigen, was daraus geworden ist. Wir gucken uns auch gleich noch was davon an im Übrigen. Tatsächlich, Freunde, habe ich dieses Turnier gewonnen. Das war in Lauenstein, das ist bei Hameln. Danke nochmal an die Eat Bulls, die dieses Turnier ausgerichtet haben. Hier sind die beiden Trophäen. Tja. Und dazu gab es auch noch 150 Euro Preisgeld. Also danke an die Eat Bulls und danke an, speziell an Mike, den Organisator. Genau, Freunde, das heißt, es war ein Turnier mit über 80 Teilnehmern und oder genau 80 waren es, glaube ich. Es waren auf jeden Fall 7 12er Gruppen, nee, andersrum, 12 7er Gruppen, und ich glaube, 2 waren 6er Gruppen, das wären dann 82, glaube ich, also irgendwie 80, 82 Teilnehmer. Und nach so vielen Monaten des Schweißes, der Tränen, des Trainings, nach jetzt ungefähr 8 Monaten, wo ich voll durchziehe, habe ich endlich mein erstes Solo-Turnier gewonnen. Ihr werdet auch gleich sehen, die Sekunde, in der es passiert, wie da die Emotionen aus mir rausströmen, wie ich mich darüber freue, wie in diesem einen Moment quasi die ganze Arbeit sich lohnt, beziehungsweise sie lohnt sich nicht nur, wenn man gewinnt, das darf man nicht denken, sie lohnt sich auch, wenn man ein schönes Training hat oder so, aber endlich dieses Resultat zu haben, ist der Wahnsinn. Wie gesagt, das Doppelturnier zu gewinnen war schon ein richtig geiles Gefühl, aber das Solo-Turnier zu gewinnen, vor allem mit so vielen Teilnehmern, das ist halt krass. Weil das ist eben das Ding, bei einem großen Teilnehmerfeld, da können so viele dabei sein, über die man stolpert. Es war halt so, ich war in der 7er Gruppe, habe dann meine Gruppe nach 6 Stunden irgendwie als Zweiter geschafft, also nur die Gruppen Zweiten kamen immer weiter, also die Ersten und Zweiten. Gab es halt kein Doppel-K.O., also das heißt, wenn man dann rausgeflogen wäre, wäre man sofort rausgeflogen, das heißt, es gab dann Top 32, Top 16, Top 8, Top 4, Top 2 und ja, die habe ich dann alle gewonnen nacheinander. In der Gruppe habe ich noch gegen einen sehr guten Spieler verloren, den ich dann später 3-0 im Achtelfinale besiegt habe. Und Viertelfinale, Halbfinale waren extrem souveräne Spiele von mir. Also davor habe ich, in der Gruppe habe ich schlecht gespielt, die Gegner haben auch nicht so viel Druck gemacht. Dementsprechend ging das, halt außer der eine, gegen den ich dann verloren habe, obwohl ich 2-0 geführt habe. Aber ab dem Viertelfinale habe ich dann wirklich starke Darts gespielt und da habe ich es mir dann auch nicht mehr nehmen lassen, das Ding zu gewinnen. Aber im Finale, da wurde es dann tatsächlich nochmal brenzlig. Das werdet ihr auch gleich sehen, weil wir dort, ja, ich habe dort 1-0 zurückgelegen, dann das 1-1 gemacht, dann das 2-1 gemacht, dann hat er das 2-2 gemacht und ihr seht dann gleich das entscheidende Leck. Und wie er dieses Leck alleine angefangen hat, zu krass. Also in diesem Finale, da dachte ich mir, ich will es jetzt unbedingt gewinnen. Nach so vielen Wochen, wo du super, also ich habe ja, ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern davor, wie gesagt, ich habe, glaube ich, eben schon erwähnt, wenn nicht, dann sage ich es nochmal. Ich habe durch das Preisgeld der letzten Wochen sogar einfach Plus gemacht mit Darts. Wie gesagt, weil einfach die ersten Platzierungen immer wieder Preisgeld bekommen. Und das beweist ja, ich war immer im Preisgeld, weil ich halt immer gut platziert habe. Und dementsprechend hat dieser Sieg einfach nur noch gefehlt, so Zweiter war ich und so weiter. Und dieser Sieg hat, wobei, nee, beim Solo-Turnier war ich nicht Zweiter, da war ich Dritter. Also muss man ja auch bei der Wahrheit bleiben. Also ich habe, so oft bin ich kurz vorm Ziel gescheitert und jetzt habe ich in diesem Finale wirklich gedacht, Marcel, komm, das gewinnst du jetzt. Und da waren auch voll viele Leute in der Halle, die zugeschaut haben. Auch im Viertel- und Halbfinale waren die Leute nicht auf meiner Seite, weil ich dagegen Leute aus den Vereinen, ich bin ja quasi als Fremder dahin gekommen, aus den Vereinen dort habe ich dann gegen sehr, sehr starke Spieler auch gespielt. Und da war natürlich das Publikum nicht wirklich auf meiner Seite, aber ich meine, da muss man sich auch dran gewöhnen. Aber ihr seht dann gleich auch diesen Punkt.
wo ich dann den Matchstart habe. Und wie nervös ich auch vorher bin, ich werde es auch gleich für euch nachkommentieren, weil da ein paar lustige Sachen passiert sind. Also es war mal wieder, ich finde Darts ist aus einem ganz speziellen Grund faszinierend. Und zwar egal wie viele Monate Arbeit da drin stecken. Wenn du den Dart hochnimmst und auf dieses Doppel zielst und du weißt eigentlich, was du bekommst, wenn du da jetzt triffst, deine ganzen Wünsche gehen in Erfüllung, bleibst du trotzdem, also wenn du es kannst, bleibst du trotzdem, und das ist bei mir nicht immer so, konzentriert. Und wirfst diesen Dart trotzdem, als ob es ein ganz normaler wäre. Das ist die Kunst, das muss ich auf jeden Fall noch viel üben. Aber wenn man das am Ende kann, ist es, glaube ich, ziemlich nice. Und ich will euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das letzte Leg im Finale an und danach noch ein bisschen was von der Siegerehrung. Und ich kommentiere das Ganze für euch. Ja, Mann. 123. Und mit dieser Aufnahme gingen wir hier ins letzte Leg. Wie gesagt, nach einem Tag 13, 14 Stunden Darts. Ja! 95 hau ich direkt hinterher. Im Übrigen, am Ende haben mich alle gehasst, glaube ich, weil ich da ziemlich, ja, mich freue, aber scheiß drauf. Genau, Leute, also das ist das letzte Leg und es ist halt so gewesen. 26. Ich bin immer kurz ruhig, wenn der den Call macht. Ich war quasi von 11 Uhr morgens bis 12 Uhr abends am Spielen, also 13 Stunden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr anstrengend war. 60, also das letzte Leg war okay. Ich glaube, ich hätte ich da einen 15er spielen können. Ich glaube, ich hätte, wenn mir was ganz Dummes nicht passiert wäre, hätte ich auf jeden Fall 18 spielen können. Und da hat er ein paar Fehler gemacht jetzt hier, hat ein bisschen nachgelassen. Und ich war komplett im Modus, im Fokus, alles wirklich. Ja. Ich glaube, gleich kommt ist eine 100, glaube ich. 100. Ihr seht schon, wie ich mich freue. Ich war so, hinter der Kamera sind ungefähr noch mal so 40, 50 Leute, die zuschauen. Übrigens soll ich noch mal eine Sache hier ganz wichtig erwähnen. Und zwar Janni hat vorausgesagt. 85. 85 von ihm. Also er trifft auch ordentlich Triple hier, vor allem die erste Aufnahme. Und da dachte ich auch schon, ich verliere es vielleicht noch. Janni hat gesagt, du wirst auf jeden Fall dieses Jahr ein Turnier gewinnen. Und er hat recht gehabt. Genau. 81. 81, also ich habe auch jetzt, glaube ich, in 4 von 5 Aufnahmen ein Triple dabei gehabt. Oder in 3 von 4, irgendwie so. 40. Und er hat da so ein bisschen, ja, eine schlechtere Aufnahme, und jetzt wusste ich, ich muss angreifen. Und gleich kommt so ein Punkt, genau, ich glaube, jetzt habe ich 165 und gehe mit dem letzten auf Single Bull, um mir 100 zu stellen. 65. Genau. Und jetzt bitte gleich auch darauf achten, was mir passiert. Ihr könnt es euch sicherlich schon vorstellen. Auf jeden Fall, Janni hat an mich geglaubt quasi und hat vorausgesagt, richtig nice. 55. Hast du schon gemacht? So, jetzt habe ich 100 Rest. 20. 20. Ich brauche Single 20 für. Und ich treffe Triple. No score. 100 Punkte No score. Weil du und rein gesagt hast. Das ist unlucky. Da dachte ich, okay, komm. Da habe ich richtig Sorgen mir gemacht, weil ich dachte so, nein, bitte nicht. Ich wollte es, ihr glaubt nicht, wie sehr ich es gewinnen wollte zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie sehr. 58. Und er stellt sich jetzt, glaube ich, auch unter 100. Der hat sich jetzt auch unter 100 gebracht. Und jetzt musste ich mir irgendwas Vernünftiges stellen. Und jetzt gehe ich ganz hoch mit dem letzten. Schön. Um mir wenigstens 20 Rest zu lassen, statt 40. Ich wollte auch diesmal auf keinen Fall den Fehler wiederholen und eine Triple 20 treffen. Deswegen halt auf die Doppel 20 unglücklich abgerutscht, aber ist auch egal. So, und er hat jetzt hier zum Glück, er hätte die Chance gehabt, hier einen Dart zu bekommen. 24. Aber stellt sich hier 56 und der hat immer gut gecheckt. Ich wusste, ich muss ausmachen, hab jetzt einen Dart und. Yeah! Das war im Übrigen mein Vater, der sich da gerade so gefreut hat. Also, es war wirklich krank. Kranker Moment für mich. Ich hatte Handshake Fail, war zwar ein bisschen unlucky, aber ich wollte es unbedingt gewinnen. Ziehe den Dart raus, bedanke mich beim Schreiber. Also, mein kleiner Bruder war auch da, deswegen hat mein Vater das auch gerade erwähnt. Jetzt habe ich natürlich schon ein paar Glückwünsche bekommen. Greif hier zu Cola. Ja, und dann kommen wir gleich noch zur Siegerehrung. Der lasse ich euch mal ein bisschen alleine. Und ja, ich war einfach nur happy an diesem Punkt. Und danke fürs dabei sein. Lasst gerne ein Like da. Gönnt euch auch kurz die Siegerehrung. Bis zum nächsten Mal und ciao. Marcel! Follow! Weiter, bitte mal vorher zum Foto. Olli! Olli!
Hammer, Hammer.